Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir machen heute weiter mit der nächsten Hauptmission. Allzu lange mache ich heute nicht. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ein, zwei Missionchen. Vielleicht drei, je nachdem wie viele das sind, aber wir machen auf jeden Fall eine Hauptmission. Da unten ist es schon. Und diese Hauptmission wird heißen Prisen und Plünderung. Morgen, Kenway. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Frisst es Neid? Weil meine größer ist? Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Das spanische Zeug ist mir lieber. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Ei! So, mal gucken, was uns heute erwartet. Wo ist dein Steuermann, Kenway? Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Es hält mich wach. Dann nehmen wir etwas Fahrt auf, oder? Ich brauche keine Idee. Wie viele Prisen haben wir zusammen als Freibeuter eingebracht? Auf dein Zeichen, Captain! So, wir sollen einen Schoner. Das ist ein Unterschied, ob man an einer Kaperfahrt teilnimmt oder manövrierunfähig machen. Wir suchen nach Handelsschiffen, Jungs. Die mit der richtig fetten Ladung. Suche mit dem Fernrohr einen Schoner für uns, Kenway. Du wirst ein Gefühl entwickeln, welche Fracht sie geladen haben. Und eine Ahnung, wie kampfstark sie sind. Willst du dich weiteres Kanonenboot. Hol dein Fernrohr Schoner. Perf. Oh. Das muss ich gerade wissen. Eine schöne Beute. Gut. Dann bring uns näher. Wenn du dann die Krise nimmst, zeige jagen wir unseren kleinen Respekt, Freund mal. Den du dir selbst nicht erweisen wirst. Das verzaubert einfache Gemüter. Du wirst sehen. Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten. Wirst du dich jeden Moment vergessen und sie der Länge nach aufschlitzen könntest. So, schauen wir mal, dass wir hier vielleicht noch, wie weit wir rankommen. Ja, müssen ein bisschen drankommen jetzt. Kriegen wir es hin? Oder auch. So, Mörser. Sie können auch den Mörser auf große Entfernung abfeuern. Halten Sie allein gedrückt, den Mörser Zielmodus zu aktivieren und drücken Sie R zum Zielen und drücken Sie R2 um zu schießen. Kriegen wir es hin? Kein Spaß, die Fracht aus dem Jetzt. So. So, manövrierunfähiges Schiff. Wenn das Schiff brennt, ist es manövrierunfähig. Sie können wieder da heransegeln und Dreieck drücken, Kreis drücken, um ihn zu entern oder versuchen, seine gesamte Fracht zu plündern. Das Beschießen versenken, um die Hälfte der Fracht zu erbeuten. So, wir entern natürlich. Gut, wir gehen mal drauf. So, ich muss wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. In dieses Spiel. So. Haben die sie schon ergeben? Jawohl, haben sie schon. Que tengo un buen día, señor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen.
denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch? Inglés? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Sperrt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. So, gut, dann haben wir also. Die Jackdaw sollen wir reparieren auf jeden Fall. Und den haben wir. Ein halbes so, jetzt machen wir noch voll Kiosk. Du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung. So, mal gucken, wo unser Ziel ist. Soll Key sollen wir ja. Wo haben wir denn Soll Key? Ja, da sind Masse. Ich weiß, dass die einige. Hier sollen wir hin. Schnellreise. Brauchen gar keine, oder? Ne, das ist Nassau. Quatsch. Wo ist unser Ziel? Warte mal. Wir sollen nach Solki. Das ist hier unten. Ne, oder? Zielort. Ja. Gut. Und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Ach, ein Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusagen. Dann bin ich König der Karibik. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt hatten. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber. Ich sage, ich nicht so geplant. Ich will eigentlich an der Hand. Ich muss eigentlich einmal rum. Ich will ja quasi mehr oder weniger in Richtung Solki. Die sind so rar wie ein ehrlicher König. Wir lassen natürlich die Jungs jetzt gerade mal ein bisschen in Ruhe. Und genießen den Shanty. Ja, ich wollte gerade noch mal ganz kurz ein bisschen im Handy lauschen hier. Dieser Seemannsmusik. Bevor wir jetzt gleich schon den Solki anlegen? Oh, ja, tatsächlich. Liegt im Mittel, okay. Ja, scheinbar müssen wir jetzt erstmal hier anfangen zu sortieren und. Da ist nämlich ein Aussichtspunkt. Also das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen. Wo kann ich da jetzt irgendwie rein? So direkt ran? Wie auch immer. Wir müssen jetzt sicher an den Hafen irgendwie. Und das werden wir jetzt gleich tun. Warte mal. Ich nehme mal kurz ein bisschen Fahrt raus hier. Damit das ein bisschen... Ne, das ist da. Scheiße. Kampfsegel raffen! Wir nehmen mal gerade kurz komplett. Kahn zum Stillstand. Los, Segel, los geht's! Etwas. So, gerade gucken. Segel setzen! Wir müssen mehr oder weniger jetzt hier ran. Und dann haben wir es soweit. Wir sind außer Gefahr, Sir. Und da sind wir dann in Solki. Alle Segel raffen! Alle Segel raffen! Los
Segelbergen, habt ihr nicht gehört? Oder docken wir mal an? Hier im Salt Key, wo wir wieder einiges zu erledigen haben. Nicht allzu viel, sondern nur so ein bisschen was. Aber schöne. So, dann machen wir nochmal. Und hab, da sind wir schon. In der schönen Stadt Salt Key. Wir lösen kurz die Mission auf. Ich will die Mission noch zu Ende machen, bis wir dann anfangen, hier alles zu erobern. Moinsen. Wir sollen erstmal einen mittelstarken Rumpf kaufen. Ja. Machen wir doch glatt. R$2000. So, Mission ist beendet. Die Leute mit... Wir hätten 20 Fässer rumplündern müssen. Okay. Wohl nicht dran gedacht, jetzt das zu machen. Und... Ja, warte mal kurz. Machen wir das kurz zu Ende. Kein schlechter Fang heute. Weiter so. Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut, Schweiß und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben, wir preisen deren Fehl. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen. Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. So. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ei, leichte Beute, so. Aber in kleinen Dosen. Die Metallladung plündern wir in der nächsten Folge. Wir sollen ein Jagdschiff plündern. 50 Säcke Zucker dabei und Metall ohne Ende. Und das machen wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge.